Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 2016. Ja, wir sind hier in Monaco. Das Übel, die Hölle. Gut, ich würde sagen, ja. Reden wir nicht lange. Wir springen zum Rennen. Ich sage nachher im Rennen noch ein bisschen was. Die Folge wird sowieso nicht so lang. Ich versuche mir Mühe zu geben und das Auto möglichst lange, ja, intakt zu halten. Intakt ist für mich nicht Frontflügel, sondern Reifen, am Auto behalten. Frontflügel werden wir heute viele fliegen sehen, denke ich mal. Und ja, bis gleich, wenn wir uns denn hier im Rennen wiedersehen, beziehungsweise in der kleinen, ich nenne es mal Cutscene, wenn die Kommentatoren noch etwas, ja, zu der Strecke und dem Rennen und so weiter sagen. Also, bis gleich. Atmen Sie tief durch und genießen Sie den Augenblick. Es steht uns wieder ein besonderer Moment der Saison bei diesem Rennen hier am heutigen Nachmittag bevor. Der große Preis von Monaco ist der beste Fahrertest, das renommierteste Rennen und das größte Ereignis insgesamt. Der erstaunliche Circuit de Monaco hat sich im Grunde seit dem Eröffnungsrennen 1929 nicht wirklich verändert. Die schnelleren Rennautos der heutigen Zeit versprechen natürlich viel mehr Spannung in den 19 Kurven vorbei am Casino und an der Küste. Die Stadtrundfahrt ist 3,4 Kilometer lang, aber manchmal sind es nur Zentimeter bis zu den Begrenzungen der Leitplanken. Und während die Fahrer langsam über den Start und die Saint-Evote nachdenken, frage ich mich, Stefan, ob wir heute die eine oder andere Safety-Car-Phase zu sehen bekommen. Nun, du würdest auf jeden Fall nicht dagegen wetten, oder? Statistisch gesehen ist das natürlich ziemlich wahrscheinlich. 80% aller großen Preise von Monaco haben mindestens eine Safety-Car-Phase. Und das trotz der unglaublichen Arbeit der Ordner hier, die die Autos häufig während einer gelben Flagge aus dem Weg räumen. Trotzdem werden sich die Teams auf den schlimmsten Fall vorbereiten und sämtliche Sicherheitsphasen in ihre Strategien mit einbeziehen. Keine Heldentaten in der Saint-Evote, bitte! Wir sind mitten im Getümmel. Lass uns in einem Stück da durchkommen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Verstappen, Nico Rosberg und Raikkonen. Massa, Button, Quert und Nico Hülkenberg. Alonso, Hayanto, Esteban Gutierrez und Grosjean, Sainz Junior, Perez, Valtteri Bottas und Marcus Ericsson, Magnussen und Palmer, Pascal Wehrlein und ein sauber vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, da sind wir hier jetzt auf dem Startgrid. Die letzten beiden ohne Zeiten. Gut, auf die Strategie können wir eigentlich so gesehen. Ist ja egal, denn wir werden sowieso nicht auf Intermediates bleiben. So, ich nehme ein bisschen weniger Benzin mit. Ja, weil ich sowieso nicht viel Benzin verbrauchen werde, wenn ich sowieso nicht ins Ziel komme. Nein, also hier im Regen werde ich sowieso nicht auf Fett fahren, eher sogar auf Mager und dann kann ich ein bisschen Benzin sparen, indem ich einfach mit weniger losfahre. Und deswegen trotzdem mit, ja, genug ins Ziel komme. Oder eben gar nicht ins Ziel komme. Das werde ich noch öfters hören heute übrigens. Den Satz, dass ich nicht ins Ziel kommen werde. Gut, dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal direkt in die Einführungsrunde. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir das Auto in der Einführungsrunde nicht gleich kaputt zu machen. Gut, das geht glaube ich sowieso nicht, aber naja, man weiß ja nie. Also, gut. Hier im. Da kann ich nicht. Sonst noch was? Nein, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Und zwar ja hier, wie gesagt, das Rennen im leichten Regen. Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich habe letzte Folge schon mal gesagt. Aber wie gesagt, auch ein nicht in. Auch ein letzter Platz ist hier super in Ordnung. Zumindest solange ich ins Ziel komme. Also unser Ziel ist nicht irgendwie in irgendeinen Platz erreichen, sondern eben ins Ziel kommen. Jedenfalls mein Ziel. Vom Team das Ziel ist natürlich was anderes, aber. Naja. Das Teamziel. Ist mir egal. Ich will lieber erstmal nur ins Ziel kommen. Ich will nicht pushen, ich will lieber ganz langsam ins Ziel fahren. Ach, können wir nicht einfach 30 Minuten am Grid stehen bleiben und warten, bis die Sonne scheint und dass der Regen weg ist? Bitte.
So, wir starten eben von ganz hinten. Genauso wie Werlein haben wir auch eben keine Zeit gesetzt. Ja. Falls ihr es nicht wisst, warum, ja. Die letzte Folge ist oben beim i verlinkt schon. Seit Beginn der Folge werde ich jetzt immer gleich oben verlinken. Unsere Reifen werden nicht wirklich, ja. Nicht wirklich, ja. Warm, weil die hier ganz schön langsam fahren. Deswegen lass mir mal ein bisschen zurückfallen, um mal ein bisschen Gas zu geben. Und dann eben mal ein bisschen die Vorderreifen aufwärmen zu lassen und so. Mit Bremsen eben. Ihr kennt das ja, ne? So, Monaco, wie sie schon gesagt haben, seit 1929, ja, in der Eröffnung eben kaum verändert. Logischerweise, was wird sich hier verändern, ist halt ein Straßenkurs. In der Stadt, also ein Stadtkurs, genau so hießen die. Am Casino haben wir hier, ja, viele namhafte Kurven, die mir gerade nicht einfallen. Saint-Devot eben, oder wie auch immer man das ausspricht, Casino eben, und dennoch, keine Ahnung, Rascas, war das hier? Keine Ahnung. Nee, war das in Monaco? Ich habe keine Ahnung von Kurvennamen. Habe ich glaube schon mal angesprochen, aber ja, wie gesagt, ich habe da eben keinen Plan von irgendwelchen Namen, wie Kurven heißen. So, ich würde mich gerne in der ersten Runde. Ja, ich gehe. Keine Ahnung warum. Ist eigentlich nicht spät eigentlich. Naja, egal. Ich würde mich in der ersten Kurve gerne, naja, möglichst aus jedem Getümmel raushalten. Und dann würde ich sagen, geht jetzt los. Hier, fünf Lichter und los geht's. Im Regen hier natürlich ein rutschiger Start. Haha, bei uns. So gut, ich würde sagen, ich bremse jetzt schon mal. Hier, da war kein Platz. So, alle mal schön in der Schlange, da rutschen schon mal ein paar raus. Kollision, wo waren denn Kollision? Naja, egal. Ich nehme es so an, wenn ihr das sagt, da waren auf jeden Fall eine Kollision. Ja, ist ich genauso. Und ausgefallen, nein, das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt auch zwei Runden ausgefallen wäre. Ich glaube, da hätte ich das Video einfach in der Länge gelassen, damit ihr gleich wisst, da brauche ich gar nicht draufklicken. ja. So, hier ist Porma. Die fahren ja alle in der ersten Runde eben noch sehr langsam. Vor allen Dingen im Regen wird es hier. Oh, da ist. Oh, vorne. Oh, oh. Was war das? Oh, 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 oh. Da ist unser Teamkollege Eriksen wohl auf irgendwie drauf gefahren. Diese Kurve, ey, ich hasse sie. Mit Simulationsschaden ist die echt scheiße, weil da ist jetzt schon unser Frontflügel weg. Ich kann die Kurve einfach nicht fahren mit Controller. Ich habe da keinen Einschlagwinkel. Guck mal. Ja, halt der Maul. Oh. Mit Regen, also mit Intermediates durch den Tunnel, wo es ja trocken ist, zu fahren, ist auch eine Tortur. Aber wie gesagt, wenn ich voll einschlage, geht ja gerade so ein bisschen über die Halbeinschlag drüber. Also so wirklich. Aber man kann es auch nicht einstellen. Also ich weiß nicht. Ich bin da. Keine Ahnung davon. So gut, wir werden jetzt auf jeden Fall zurückfallen, weil ich, wie gesagt, kein Vollgasfahrer. Ich fahre hier nicht, ich fahre hier mehr so mit Halbgas über die Strecke, zumindest in den Kurven, wenn ich rausbeschleunige oder so. So, in den ersten Kurven sind, in den ersten Kurven, in den ersten Runden fahren sie ja sowieso immer noch alle ein bisschen langsamer hinter den, eben hinter den Autos hinterher, in der Schlange, nenn ich es mal. Teamkollege in der Box, der ist ja da ganz schön drauf geschossen da. Gut, ich würde sagen, ihr werdet jetzt die Wiederholung, ja, vom Start und von dem Eriksen Crash eingemeldet sehen. So, da sind wir wieder. Guten Tag. So, Werlein ist noch hinter uns geblieben, die anderen alle in die Box, wie es aussieht. Und noch einer war in der Box, denn wir haben einen Platz gut gemacht. So, die Frage ist jetzt bloß, wann wird der Regen aufhören? Da habe ich gar nicht nachgeguckt in der Rennstrategie. Da sieht man ja immer oben die Wolken und wie es Wetter werden soll. So, wie gesagt, in der Zeit im ersten Sektor in der zweiten Runde ist immer falsch. Ja, das ist halt leider so. Da liegt ja unser Teil, glaube ich. Also wie gesagt, diese Kurve ist wirklich nicht so schön, vor allem wenn man da zu weit innen fährt, dann wird man halt so also nicht rausgeschleudert, aber eben rausgetragen, nenn ich es mal. So, hier fahre ich schon mal mit Bedacht durch den Tunnel. Wie gesagt, ja, Regenreifen bzw. Intermediates auf trockenem Grund sind auch nicht, ja, beste Freunde, trockener Grund und Intermediates. Wetterbericht. Du hast noch einen Boxenstopp mit dieser Strategie. Das meine ich. Das meine ich eben mit, ja, der erkennt das meistens nicht. Aber was soll ich machen? Ich will jetzt hier nicht unbedingt mit den Tasten rumhämmern und mich noch ablenken lassen. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. So. Aber wir haben schon zwei Runden geschafft. Wetterbericht. Das Wetter wird besser werden. Es soll in 10 Minuten aufhören zu regnen.
Oh, 10 Minuten bestehen, dann haben wir schon mal die größte Tortur geschafft, aber dann kommt immer noch viele Runden unter guten Bedingungen, aber das ist jetzt nicht unbedingt besser für mich. Nenne ich mal so. Oh, langsam hier durch die Kurve. Aber bisher noch kein Ausfall, ne? Ich bin der Erste bestimmt. Sehe schon kommen. Oh, ein bisschen verbremst. Allerdings passiert das auch hier sehr oft in den Kurven, wie es aussieht. So wie man hier schon sieht, oder schön sieht, sehr langsam hier. Das meine ich, wenn man hier so ein bisschen zu hoch drauf fährt. Allerdings geht das jetzt noch gut aus. Also in der Kurve habe ich den Clou nicht so richtig raus. Ja. So, hier vorne sind es immer noch alle ganz schön nah beieinander. Werlein kommt auch nicht richtig ran, das ist schon mal gut. Allerdings, wie gesagt, ich will nicht zu viel pushen. Da soll lieber Werlein reinkommen und dafür fahre ich hier sicher. Also, das ist mir dann lieber. In echt übrigens auch wieder der Real Life Grand Prix gerade in Bahrain. Also, ich habe gesagt, dass ich über die Ferien vorproduzieren will. Allerdings hat das bis jetzt null geklappt. Gut, aber ich habe noch ein Wochenende Zeit und Ostermontag ist auch frei. Allerdings haben wir da was vor. Also, ich will jetzt nicht bloß die ganzen Ferien hier rumhocken. Versteht mich da nicht falsch, ne? Ich muss ja noch Ostereier suchen, ne? Nee, das machen wir nicht mehr. Da bin ich nur noch ein bisschen zu alt für. Ich kann ja mal ein bisschen was meiner Kindheit erzählen, ne? Juckt zwar eh keiner, aber egal. Wir haben mal Ostereier gesucht und damals, war ich ja noch ganz klein, so keine Ahnung, 5 Jahre, 4 Jahre, keinen Plan mehr, wann das war. Auf jeden Fall, ja. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Ja, okay. Jetzt, ich will Geschichten erzählen, sehr leise. Okay, es war vielleicht doch ein bisschen ganz schön viel Sprit, den wir da minus gemacht haben. Auf jeden Fall, ja, haben wir damals eben nicht nur Ostereier versteckt draußen im Garten, im sogenannten, sondern eben auch ein paar Geschenke, so größere Materialien. Das war damals, also jetzt nicht viel, aber eben ein bisschen was. Und damals habe ich halt einen Basketballkorb bekommen. Halt so ein ganz normaler, großer Basketballkorb, wie man ihn halt kennt. Ja gut, ein bisschen kleiner, eben so Kinderbasketballkorb. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber halt schon so, dass man den sieht, ne? Und ich habe ohne Witz jedes einzelne Ei gefunden, egal wie versteckt es war. Und dieser Scheißkorb stand mitten auf in diesem Scheißgarten. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich war einfach blind. Das war wirklich eine lustige Geschichte. Und dann wollte ich schon wieder reingehen. Dann sagen meine Eltern so, ja, hast du nicht irgendwas vergessen? Und ich guck so durch den Garten, ne, hab nichts vergessen. Das war auch so eine lustige Geschichte. Kann man ja mal erzählen, ne? So Kindergeschichten aus der Kindheit, obwohl ich noch ein halbes Kind bin. Na gut, ich bin Jugendlicher, ne? Immer die beste Ausrede. Ich bin kein Kind mehr, ich bin Jugendlicher. Haha. Naja, egal. So eine richtig random Geschichte, man nebenbei erzählt. Check. So, hier schön in die Kurve reindriften lassen, so wie eigentlich jede Kurve, weil es regnet. So, auf jeden Fall können wir den Abstand so da vorne halten. Und auch nach hinten sieht das ganz gut aus. Hier in den letzten Sektoren komme ich immer ein bisschen ran, aber in den ersten beiden, vor allen Dingen im Tunnel, verliere ich schon mal Zeit. Ja, hier halten sich übrigens die Schilder raus. Das kann man hier am besten sehen, finde ich. Auch wenn ich nicht lesen kann, was da drauf steht. Also so wirklich Nutzen haben die für mich jetzt nicht. Gut, da muss ich jetzt ein bisschen cutten. Da ist mir das Heck ein bisschen rumgegangen. Aber juckt da hier keinen, ne? Die Corner Cutting Woods sind ja auch bloß auf regulär, nicht auf streng. Das ist auch ganz gut für mich. Aber bisher läuft es doch, ne? Ich will nicht wirklich so viel, ich will nicht wirklich ein großes Thema anfangen. Weil ich sonst das Auto in die Wand setze. Okay. Also kein DRS. Warum? Entschuldigung. So. Bottas, Perez und Sainz vor uns. Kann man ja auch mal nebenbei ansprechen. So, jetzt wieder durch den Tunnel hier. Aber guck mal, jetzt haben wir den Sprint schon wieder ganz gut auf 0-0 fast. Oh. Ich bin den Tunnel gerade mal mit Vollgas gefahren. War auf jeden Fall ein Erlebnis. So, auch schön gecuttet. Wundertoll. So. Oh, das war knapp. Ist das hier nicht die Swimmingpool-Schikane oder so? Ne, Hafenschikane, oder? Oh, shit. Da ist mein Vorsprung schon wieder weg. Super. Ich glaube Hafen oder Swimmingpool-Schikane. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also irgendwo gibt es eine Swimmingpool-Schikane, glaube ich. Keine Ahnung. Ich will nichts Falsches sagen. Wetterbericht. Hallo? Das ist auch so ein schöner Bug bei dem Spiel. Ah, hallo. Gut, nur noch 5 Minuten. Dann, ja. Kann man wieder schneller fahren. Dann werde ich mich wahrscheinlich wieder überschätzen und lande dann in der Wand. Wir kommen, ja. Bei mir. Ja, oh Gott, Hilfe. Bei meinem Leben wollte ich sagen. Aber ich konnte gerade nichts sagen, weil ich geschockt war. Nein, doch. Oh.
Okay. Der Part soll eigentlich morgen online kommen. Ist gerade Freitag, wie gesagt. Formel 1 ist gerade. Da komme ich natürlich noch weniger zum Aufnehmen, weil ich Formel 1 gucken will. Diese Schikane, ich hasse sie. Allgemein, ich hasse die Stadt. Schwerstadt. Nein. Keine Angst. Die Schiffe fahren immer noch, egal ob bei Regen, Schnee oder Regen oder Schnee. Vielleicht manchmal auch Regen. Aber manchmal sogar Schnee. Ja. Meine Witze. Ja. Na, da bin ich auch mit einverstanden, danke. Ah, diese Kurve, da verbremse ich mich immer, ey. Da bleibt das Rad stehen. Ja, warum denn das? Oh. Kann der Regen bitte jetzt aufhören? Kann ich jetzt für Softer reinkommen, bitte? Oder für Mediums? Keine Ahnung. Ja, okay. Wenn dieses Video hier wirklich am Samstag kommt, dann könnt ihr euch morgen auf ein, wieder ein kleines, ich nenne es mal random Video freuen aus Formel 1. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon irgendwann angesprochen. Ich werde es am Sonntag veröffentlichen. Weil das nämlich in Bahrain stattfand und am Sonntag das Rennen in Bahrain ist und das passt dann. Haha. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,1 Sekunden. Okay. Also es ist, glaube ich, doch besser, die Kurve weiter innen anzufahren als außen. Obwohl, wenn man innen... Ich weiß es nicht. Vielseitig, ich habe keine Ahnung. Ich lasse es einfach. So. Aber es regnet eigentlich immer noch ganz viel. Also der Regen hat noch nicht wirklich nachgelassen. Obwohl er es ja gesagt hat, mein Heck geht rum. Ah, es tänzelt. Oh. Ich will nicht. Bitte. Mach ein Ende. Mach doch nicht. Oh Gott. Und nochmal cutten hier. Ja. Ich habe gerade die Reifen an der Wand geschraubt, aus Versehen. Ich fand deine kreative Interpretation, was die Streckenbegrenzung angeht, nicht so toll. Kunstkritiker. Kunstbahn außen. Unglaublich. Das war eine schöne Interpretation der Kurve. Mal ehrlich, da steht nirgendwo, dass man da nicht geradeaus fahren kann. Was ist denn das auch für eine Kurve? Denkst du, die Autos in echt im normalen Straßenverkehr fahren Autos in der Schikane? Ich denke nicht, ne? Hier, Bus. Ich bin kein Bus. Warum fahre ich hier? Ey, so ein Scheiß. Oh shit. Die habe ich ordentlich verkackt. Da habe ich viel zu spät gebremst. Das gucken wir uns mal an. So. Da habe ich viel zu spät gebremst, habe dann einfach drauf geklopft auf die Bremse und bin gerade ausgeschlittert. Heißt es dann? Nee, ich weiß es nicht. Das, meine lieben Leute, das ist eine Interpretation einer Kurvenausführung, Leute. Bats und rein. Ich würde gerne so kurz vorm Einschlag, so dass man aber noch die Kurve sieht, wo ich eigentlich gerade lang wollte. Komm. Ja gut, ich unterbreche mal kurz die Ordner. Wir sehen uns gleich noch im Cut wieder. Ich mache jetzt das Thumbnail. Das könnte übrigens noch öfters passieren, dass ich öfters mal Thumbnails mache. Aber egal. Kriege ich das noch irgendwie besser hin? Gut, also wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, da bin ich wieder. Wir dürfen jetzt eine ganze Runde ohne Frontflügel fahren. Naja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Ich hoffe mal, ich setze das Auto währenddessen nicht in die Wand. Soll ich mal was Lustiges machen? Ich glaube, ich gehe jetzt auf die Mediums. Weil irgendwann hört es auf zu regnen. Dann habe ich mir einen Boxenstopp gespart. Ja, liebe Leute. Na gut, gespart nicht, aber. Also wahrscheinlich werde ich mehr Zeit verlieren, als ich gut mache. Aber ich mach's mal. Boxenstopp. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Ja, für den Boxenstopp fehlen uns auf jeden Fall Daten. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Glaubst, aber nicht auf Inters. Eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen und es mit dem neuen versuchen? Ich nehme den neuen, aber mit anderen Reifen. Gut, das wird auf jeden Fall schief gehen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber das Gute ist, wir haben im Tunnelgrip. Hey. Wie willst du denn wissen, dass meine Rundenzeiten zurückfallen? Ich bin noch gar keine Runde gefahren. Hä? Verstehe ich nicht. Ah, ich habe sowieso 3 Sekunden Zeitstrafe, also ich kann jetzt eigentlich alles riskieren, was ich will. Ich fahre jetzt auf Standard. Ich fahre super soft. Habe ich was mit Mediums gesagt? Mediums gibt es hier gar nicht. Bin ich behindert? Naja, egal. So, man merkt vielleicht, dass ich hier ein bisschen vorsichtig gerade bin. Okay, also ich möchte jetzt mal anmerken, auf Supersoft rauszufahren, weil der größte Fehler, den ich je begangen habe. Aber ich möchte euch ein bisschen Unterhaltung bieten, ne? Aber dann kann ich das Video mit Supersoften im Regen fahren nennen. Das ist doch nice. Oder mit Supersoften im Regen. Schön in Caps. So wie ich immer mache.
Da war mein Teamkollege. Hast du das gesehen? So, auf Superstoff. Los, Lungs. Beste Entscheidung meines Lebens. Ich sehe sie jetzt schon kommen, aber es regnet nicht mehr, oder? Ich sehe keine Tropfen. Oh, wenn das jetzt. Überleg mal. Geilste Strategie ever. Die werden eiskalt sein, Junge. Glaub mir. So überraschend, was man hier setzt, ne? Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Es sollte trocken bleiben. Das heißt, es ist schon, also es regnet nicht mehr. Das heißt, wenn jetzt die Strecke doch trocken wird, dann sind meine Reifen ja beste. Ich hasse dieses Jugenddeutsch. Beste, Digga. Naja, gut. Es geht. Wenn ich jetzt noch ein Depp raushole, dann bin ich hier der Inbegriff der Jugendhipster. Aber das seht ihr ja nicht. Also daher mache ich das jetzt mal schnell. Nein, Spaß. So, mit 30 km/h durch die Schikane. Durch die Hornhalle. Also es fährt sich interessant. Nennen wir es so. Grip in den Kurven nicht vorhanden, aber jetzt im Tunnel. Jetzt kann ich Gas geben. Obwohl die Reifen sind nass, ne? Naja, egal. Guck dir diesen Speed an. Kann ich hier mit Vollgas durchfahren? Nee. Und jetzt komme ich ins Nass und jetzt bin ich weg. Und nochmal abkosten. Ach komm. Nix war das. Ich werde wohl mal ein bisschen. Ich hatte auch nicht mal einen Vorteil. Ich bin sogar langsam durchgefahren. Ich glaube, der will, dass ich an die Box fahre wegen Inters, also wegen Intermediates. Aber nö, sehe ich nie ein. RIP. Knapp. Etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Warum ist hier sind nur noch nass? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt. Das habe ich nicht gefragt. Entschuldigung, es hat jetzt so gepasst. Ich sehe die Sonne, ich sehe den Himmel, ich sehe ein Licht. Okay, gut, ich soll jetzt aufhören, irgendwie unseren Scheiß zu labern. Wäre ganz in Ordnung, ne? Wenn ich jetzt aufhören würde damit. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Scheißstrategie war, ne? Aber es ist keine gute Strategie, ne? Aber im Tunnel bin ich dafür immerhin schnell, ne? Und fast tot. So, jetzt bitte nicht nochmal wegrutschen hier, ganz langsam reinfahren. So, schön die Schikane mitnehmen hier, ja. Jetzt komme ich vor, wie sie, als wenn ich so ein Fahrschüler bin. Weißt du, alle fahren so richtig schnell und ich bin so mitten im Verkehr. Ja, ganz ruhig in eine linke Kurve. Dann ein bisschen ausholen, schön den linken Blinker setzen. Jetzt einen rechten Blinker. Nochmal einen rechten Blinker. Linken Blinker. So. Wahrscheinlich gleich Warnblinkanlage, weil ich in der Wand hänge. Oh Gott, Hilfe, ich hab's doch gesagt. Rechts blinken. So, Tempomat. Hey, da ist der Führende. Guten Tag. Ich rutsche. Da war eine Wand. Immer diese Audis. Ich will ja jetzt immer noch nicht sagen, dass die Strategie scheiße war, ne? Aber sie war halt scheiße. Wann hört's denn auf hier mit der nassen Strecke, Mensch? Und wo ist eigentlich der Zweite? Und wer ist das? Warte, lass mich raten, es ist Rosberg. Na, ach schade. Aber mit Erz angefangen. So, bitte. Arschloch. Alles nur wegen dir. Was ist denn Donut im Burnout? So, easy. Boxenstopp. Ah, ich rutsche immer noch. Softer aufziehen. Also irgendwo gibt's das, Software aufziehen. Vielleicht Softs? Softs? Nee, weiche aufziehen. Weiche Reifen aufziehen. Okay, da ist nichts. Das war klar.
Welche Reifen aufziehen? Der Funk rauscht. Was okay, warte, ein letzter Versuch. Den wir nicht mehr haben, weil ich ausgeschieden bin. In derselben Kurve, wo ich im Training auch schon ausgeschieden bin. Soll ich mir eventuell Gedanken machen? Das ist doch ein geiles Thumbnail, oder? Wenn man so die Gicht so ein bisschen sieht, dass es die Strecke nass ist und ein Supersoft-Auto. Ohne Frontflügel, das ist doch nice, oder? Nee, also. Danke für die Sicht. So, ich schätze, wir machen nur den Reifen. Warte mal, wenn ich jetzt hier irgendwie. Ist das nice? Ich weiß nicht. Ich seid übrigens gleich wieder dabei, damit ich die Folge noch ein bisschen strecke. Ich habe gerade meinen Mülleimer geschlagen. Das tut jetzt weh. So, ich weiß nicht. Es holt mich nicht ab, das Bild. Ich weiß nicht. Es ist einfach, nee. Das ist doch schön, oder? Ich weiß nicht. Es holt mich halt nicht ab, das Bild. Das ist halt so mein Problem. Na komm, ich nehme das. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir uns die Ergebnisse angucken. Ja, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass kein anderes Auto ausgeschieden ist, weil das Spiel das nämlich nicht simuliert, wenn man selber ausscheidet. Denke ich mal, dass es immer noch so ist, wenn es nicht gepatcht wurde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, gleich eben bei den Ergebnissen wieder. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Wie haben manche es geschafft, einen Nullstop hinzulegen? Das verstehe ich nicht. Manche haben zwei Stop, nice. Und ich bin halt der Einzige, der ausgeschieden ist, wie ich schon gesagt habe. Gut, ich würde sagen, Fahrer-WM, Nico Rosberg hat die Führung ein bisschen ausgebaut. Lewis Hamilton hat Verstappen wieder überholt. Also die betteln sich da auch hin und her. Wir sind bestimmt ein bisschen nach hinten gefallen, ja. Und zwar wurden wir von Fernando Alonso überholt, der ein paar Punkte anscheinend geholt hat. Was habe ich gerade gesagt? Der anscheinend Punkte geholt hat. So, Teamkollege immer noch 20. Der ist ja auch bloß 21. geworden. Konstrukteur WM immer noch 9. 4 Punkte. Ich bin der Einzige, der Punkte holt hier. Ja, McLaren Honda hat jetzt Force India auch überholt mit 28 Punkten. Davon hat Jensen Button anscheinend allein 23 geholt. Also auf jeden Fall Respekt an ihn. Gut, ich würde sagen, wir gehen zurück ins Hauptquartier, gucken uns mal ja, das Miserable an, was da geschehen ist. So, natürlich hier die Punkte eben, die Ressourcenpunkte, so hießen sie. So, denn hier die Rivalität, da führt ihr jetzt mit einem Punkt, ja wie gesagt, wir haben halt keinen einzigen Punkt bekommen. Wir waren langsamer, wir waren schlechter von der Endposition und so weiter. Strafe waren wir auch nicht,
So, wir haben hier weiterhin viele Punkte verloren. Und einen wieder bekommen. Das ist schön. Wir stehen jetzt bei 7, also gut, im guten Mittelfeld. Ich überspringe das gerade mal. So. Gut, ja. Dann können wir uns mal ganz kurz angucken. Ja. Das Team ist mit der Leistung zufrieden. Weiter so. Auch gut. Du hast das Rennen jetzt. Was hast du beendet? Gut, dann gucken wir. Beendet, nicht beendet. Gut, also DNF, 9.9. DNF. Wenn jetzt 9.9. kommt, kann ich aber überleben auf jeden Fall. Aber denke ich nicht. Ja, gut. Das war eine recht kurze Aufnahme, glaube ich sogar. Na gut, es geht. Oder? Wann habe ich angefangen? Ja, doch, es geht. So 35 Minuten habe ich jetzt aufgenommen ungefähr. Oder sitze ich jetzt hier. Was mir jetzt gerade einfällt, ich habe natürlich vergessen, die Replays zu speichern von der Wiederholung, also von dem Rennstart und eben dem Ericsson-Crash. Das tut mir sehr leid. Ich werde das bestimmt irgendwann mal als als kleiner Text in die Folge reingeschrieben haben. Tut mir leid, da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich habe jetzt noch ein Thumbnail von dem Crash gemacht, beziehungsweise habe ich eben nicht gemacht. Ich habe jetzt noch, das habe ich gemacht. Ich habe die Wiederholung von meinem Crash noch rausgesucht, aber dafür die anderen eben vergessen. Gut, das tut mir leid. Das war komplett mein Fehler. Da war ich jetzt ein bisschen zu, ich will nicht sagen angepisst, weil ich bin nicht wirklich angepisst. Ich habe damit schon mal damit gerechnet, dass ich hier auf jeden Fall nichts reißen werde, nachdem was ihr Training und Qualifying eben gesehen habt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann weiter nach Kanada gehen. Das erste Mal ein Kontinentswechsel. Naja, nicht ein Wechsel vom Kontinent, aber eben auf den amerikanischen Kontinent. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt und ciao.